Herzlich willkommen zurück zum Mad Games Tycoon. Und direkt zum Anfang möchte ich mal erwähnen, dass ihr am besten auf die jetzt in der Infocard angezeigte Folge geht und dort abstimmt, wie es mit Mad Games Tycoon weitergehen soll, ob ihr weiter Mad Games Tycoon sehen wollt, ob ihr ein anderes Spiel sehen wollt, was komplett anderes, oder ein Game Dev Tycoon Let's Play Reloaded haben möchtet. Das könnt ihr dort entscheiden, deswegen einfach mal Infocard, dort aufs letzte Video und dort abstimmen. Danke! Und danach könnt ihr natürlich nochmal zurückkommen, wenn ihr wollt. So. Aber wenn ihr das Ganze schon getan habt, dann könnt ihr auch jetzt mal gerne hier weiterschauen. Und wow, wie viele Leute hier einfach auf meinen Messestand kommen. Holy shit, 500.000 Leute. Das ist eine ganz schöne Menge. Und hier mache ich die ganze Zeit immer noch irgendwelche Aufträge. Will ich das Spiel jetzt veröffentlichen? Nein. Oder ist jetzt alles fertig? Nein, die Bugs sind noch nicht fertig. Und das hier ist doch auch alles noch nicht fertig. Ach nein, das ist das hier. Okay, da muss ich auch noch einen Hype hochtreiben. Habe ich schon fast ganz vergessen. Der Hype musste auch hoch. Will ja natürlich, dass die Leute alle schön meine Spiele kaufen am Ende. Und ihr könnt mal hierfür die Bugs entfernen gleich. Genauso wie ihr jetzt die Grafik verbessern könnt von Paklize. Und ihr könnt das Gameplay verbessern von Paklize. Und die da unten sind noch nicht ganz fertig, genauso wie ihr hier oben auch noch nicht ganz fertig seid. So. Ach, das oben war noch nicht voll besetzt. Jetzt sind da überall erst Leute drin. Dann geht das Ganze auch wieder schneller. Aber ich muss doch noch mehr Personal einstellen. Es ist echt schlimm. Ich stelle, wie gesagt, erstmal nur wieder alle ein, die über 50% haben. Aber das sind gar nicht so viele. Hier habe ich es anscheinend vergessen eben. Oder? Nee, die sind alle neu. Okay. Gut, dass wenigstens viel neues Personal kommt schnell. Also sagen wir mal alles, was über 25 hat, damit wir noch ein paar mehr neue Leute haben. Das muss einfach sein. Die werden ja dann bei mir da über kurz oder lang schon trainiert. Da achte ich ja schon drauf, mehr oder weniger. So. Bei Programmierung brauchen wir ein... Oh. Nein, ich möchte mehrere auswählen. Danke, Spiel. So. Da brauchen wir, wie gesagt, überall mehr Leute. Und habe ich ernsthaft... Ups. Ich habe alle Leute, die es gibt, eingestellt. Ja, gut. Läuft bei mir anscheinend. Okay. Die Sache ist, ich weiß jetzt noch nicht. Nee, ihr arbeitet immer noch an Floyd Legends. Ihr arbeitet alle an Paklize. Seid ihr schon fertig? Das ist alles nur Stufe 1 bis jetzt, das fertig ist dafür. Ach du meine Fresse. Arbeiten die denn so langsam? Das kann ich mir ja schon fast nicht vorstellen. Okay, ich muss aber das hier weiterhin einrichten, damit die Leute alle zufrieden sind.
Verschiedenes, ein paar Mülleimer können nie schaden. So. Feuerlöscher sind nie schlecht. Könnt ihr auch immer gebrauchen, bestimmt. Genauso wie Erste-Hilfe-Schränkchen. Die sind sehr wichtig, haben wir jetzt erst nochmal letzte Folge rausgefunden. Da war eine Person krank gewesen. Und natürlich war in diesem Raum kein Erste-Hilfe-Schrank. Um Licht müsste ich mich noch kümmern. Ventilatoren, Bilder. Bilder brauchen wir nicht unbedingt, aber wir hängen trotzdem mal welche auf. Damit meine Leute ein bisschen motiviert werden. Und das Ganze gut aussieht, wenn irgendjemand aus dem Fernsehen für ein Interview hier ist. So. Erhöht die Atmosphäre. Ein Getränkeautomat wäre auch nicht schlecht. Ein Wasserspender meine ich damit natürlich. So. Ventilatoren auch nie eine schlechte Sache. Ganz im Gegenteil. Gerade in so einem großen Büro muss das eigentlich schon fast gegeben sein. Ich will ja nicht, dass meine Leute hier drin ersticken. Auf jeden Fall nicht die, die gut arbeiten. So. Hier habe ich einen nicht richtig gesetzt. Nein, ich möchte nicht den Mitarbeiter haben, sondern... Achso, das habe ich wieder ausgemacht. Hier, so, den Ventilator. Perfekt. Und ich muss rausfinden, ihr arbeitet immer noch daran. Und Fake Lies ist auch bald fertig in der Entwicklung. Die Bugs sind alle weg. Habt ihr denn das Gameplay schon verbessert? Ja. Okay. Grafik auch schon. Ja, das ist ja nochmal das Gleiche. Die Musik wird gerade gemacht, aber ansonsten ist alles fertig für Fake Lies. Hat zwar nicht so viele Punkte wie Floyd Legends, aber Floyd Legends ist ja auch ein komplett neues Spiel und das ist ja nur ein Remake. Und dafür geht das schon echt klar. Und hier könnte ich nochmal einen Trainingskurs machen. Automatisch wiederholen. Und zwar geht es mir hauptsächlich ums Game Design. Das Teil ist jetzt schon voll. Krass. Ist schon wieder neues Personal da? Ja. Neues Personal ist schon da. Und ich brauche eigentlich schon wieder das neue Personal. Ich kann eigentlich immer alle einstellen. Und das, obwohl ich ein Büro habe, was noch lange nicht voll ist. Hier ist noch sehr, sehr viel, was unfertig ist. Wie man ja sieht. Aber trotzdem brauchen wir noch mehr Mitarbeiter. Entwicklung können wir hier abschließen. Produzieren wir natürlich selbst. Das Spiel soll... Wir haben... Okay. Ich würde sagen, in 10 Wochen. Oder? Nee. In 6 Wochen. Das wäre doch schön. Preis automatisch festlegen. Würde eigentlich gerne alles reinpacken, weil das in der Gold Edition so passt, meiner Meinung nach. Ein bisschen Geld soll man dann aber schon rausholen noch. Weil das ist halt ein teurer Preis. Aber wisst ihr was, ich mach das einfach mal.
Macht dann Preis automatisch festlegen. Okay, ist ein gutes Spiel geworden. Die Grafik ist spitze. Gratulation an die Grafik- und Animationsteams. Der Sound ist... und die Musik hören sich klasse an. Ausgezeichnete Leistung. Die Steuerung ist super. So macht Spielen Spaß ohne Ende. Das Spiel zeigt seine Stärken beim Gameplay. Gut gemacht. Dieses Spiel wird ein Mega-Hit. Das ist ein echter Kandidat für das Spiel des Jahres. Wir haben einen Plus für den Packungsinhalt, Sound, Grafik und natürlich ein paar Awards natürlich. Gameplay 83%, Grafik 93%, Sound 91%, Steuerung 93% und 92% insgesamt. Holy shit, Leute. Hätte ich niemals mit gerechnet. Jetzt müssen wir uns aber auch mal schnell hier Produktionsauftrag abbrechen. Weiß, ich kriege eine kleine Strafe, aber ich muss Fake Lies produzieren. Ich würde erstmal 100.000 produzieren. Automatisch nachproduzieren. Wenn Not da ist. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Ein paar Sachen haben wir hier noch drin. Lassen wir aber mal mit dem Verkaufen. Können wir bestimmt alles später noch irgendwie raushauen. Und wir scheinen hier auch fertig zu sein. Oh, schon wieder. Hier können wir natürlich mit meinen Spielen wieder auf die Messe, auf die Mad Games Convention, wo wir ungefähr so viele Fans haben wie letztes Mal auch schon. Ist aber nicht so tragisch. Aber ich würde sagen, die Server schalten wir mal ein. Preis für ein Abonnement können wir gleich erst festlegen. Dann schaue ich mich mal um. Es scheint alles fertig zu sein. Entwicklung abschließen. Selbst produzieren. Und das Spiel kommt in 24 Wochen. Nee, oder? Das wäre ein bisschen spät. Oder? Ich weiß halt nicht. Sagen wir mal 19 Wochen. Und das Spiel soll mir so viel Gewinn bringen. Mindestens. Oder ich würde sogar sagen, ist vielleicht ein bisschen hart, aber lassen wir mal so. Die Grafik sieht echt gut aus. Ein paar kleine Schönheitsfehler wären noch zu beheben. Der Sound und die Musik sind echt gut gelungen. Da gibt es im Grunde nicht viel zu meckern. Die Steuerung ist sehr gut. Eigentlich sind keine Mängel zu finden. Das Spiel zeigt seine Stärken beim Gameplay. Gut gemacht. Dieses Spiel wird ein Mega-Hit. Es ist ein echter Kandidat für das Spiel des Jahres. Gute Genre-Kombination. Grafik, Sound und Packungsinhalt plus. Insgesamt 94% und das macht irgendwie keinen Sinn, weil das hier alles nur im 80er-Bereich ist. Aber das ist mir sowas von egal. Hauptsache, wir machen damit viel Kohle. Okay, aktive Abonnements gibt es noch keine, weil das Spiel natürlich noch nicht draußen ist. Produktion abbrechen, Spiel produzieren. Loyal Legends wollen wir erstmal machen und zwar 1 Million produzieren wir da erstmal. Geht ja schon relativ schnell. So, Spiel produzieren. Automatisch nachproduzieren, wenn nötig. Oh, scheiße, ich habe jetzt 1 Million produziert. Oder? Restbestände? Ja, okay, das sollte erstmal reichen. Produktion abbrechen. Hier, Fake Lies. 100.000. Und da wird dann jetzt nachproduziert, wenn irgendwie Mangel ist, aber ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit eintreten wird. Da habe ich momentan nichts. Server ausschalten. Wie gesagt, ist ja noch nicht im Gange. Oh, 4D Realms hat deine Engine lizenziert. Nice, hab Geld bekommen.
und ich könnte hier einen neuen Kurs machen und zwar erfolgreich programmieren. Und ich könnte auch hier mein Studio ein bisschen ausbauen. Ich glaube, das mache ich auch gleich mal, da wir ja momentan noch am Warten sind, bis unsere Spiele beide draußen sind. Beziehungsweise das eine ist ja schon draußen. Oh. Ah, das war die Woche, in der nichts da war. Ja, das war ein bisschen blöd von mir gemacht. Ich könnte mal schauen, Updates. Entwickle Spiele-Update. Für Fake Lies. So, machen wir mal schnell. Entwicklung unterstützen. Auch hier Entwicklung unterstützen. Na. So. Kümmert ihr euch alle um das gleiche Zeug? Hier kann ich nichts verbessern, weil ich kein Spiel momentan mache. Sondern nur ein Patch bzw. ein Update. Und das sollte gleich hier meine Verkäufe wieder so ein klein wenig ankurbeln. Ja, da sieht man's. War nicht so krass, aber schon ein bisschen. Und da geht's jetzt erstmal richtig los. Oh doch, das hat schon relativ angekurbelt da oben wieder. Lagerbestand ist bei beiden noch relativ hoch. Aber ich sehe, diese Folge ist schon wieder am Ende. Krass, ging echt schnell. Deswegen würde ich sagen, lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ein Like, wenn euch der Part gefallen hat. Und denkt an die Abstimmung, falls ihr es am Anfang des Parts noch nicht getan habt. Und ciao!